Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Montag, die neue Woche steht vor der Tür und ich habe wieder ein kleines Tutorial für dich. Diesmal ist es eine kleine Verpackung und zwar verschlossen wird sie mit einem Schmetterling. Schöner kleiner Frühlingsgruß. Und dann kann man das einfach da drüber ziehen und aufmachen und tada, es verbirgt sich ein kleines Schokolädchen da drin. Das geht eigentlich ganz einfach. Und wie das jetzt genau geht, das zeige ich dir. Wir brauchen dafür, oder du brauchst dafür, ein Stück Farbkarton in der Größe 9 x 18 cm, drei Stücke Designerpapier in der Größe 5,5 x 4,5 cm und dann noch für den Verschluss ein Schmetterling. Man kann natürlich auch ein Herz nehmen oder sogar einen Kreis, aber irgendetwas, was ja, als Verschluss dann dienen soll. Davon mit fange ich an, weil da habe ich dann einen kleinen Gruß quer drüber gestempelt und zwar passend zu dem Designerpapier in der Farbe grüner Apfel und das wird einfach hier so quer drüber gestempelt. Der Schriftzug kommt aus dem Set voller Schönheit und ja, dann brauchen wir natürlich den Papierschneider. So, das tun wir mal zur Seite, das tun wir auch zur Seite. Und jetzt wird einfach die kurze Seite oben angelegt, also hochkant eingelegt und von beiden Seiten bei 1,5 cm erstmal gefalzt. Einmal, dann umgedreht und nochmal bei 1,5. Und dann wird das Papier quer eingelegt, also die lange Kante wird oben angelegt und dann wird gefalzt bei 5 cm. Bei 6,5 cm. Dann die zweite gezogene Falz wieder bei 5 cm anlegen und die dann wieder weiterschieben auf 1,5. Jetzt habe ich das unterschiedlich gemacht. Ne? Also es ist im Prinzip 5, 1,5, 5, 1,5 und dann bleiben 5 übrig. Jetzt wird ein bisschen was markiert und weggeschnitten und eingeschnitten. Und zwar, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und hier wird eingeschnitten. So, das mache ich im Schnelldurchgang. Wenn wir das so haben, werden die drei Designerpapierstücke auf die großen Felder geklebt. Das mache ich auch etwas schneller. So, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen, dann sind wir ja schon recht weit. Wir haben, ich gebe das jetzt mal so raus, sind bloß noch ein paar Schritte, die gemacht werden müssen. Und zwar, wenn alles durchgefalzt ist, wird, Moment, ich mache das gleich ordentlich, aber so, dass man das sieht, wird dieser Teil angeklebt. Bevor das gemacht wird, wird hier noch was eingeschnitten und dann als allerletztes wird dann der Schmetterling aufgeklebt. So, hier wird eingeschnitten, dafür brauchen wir wieder den Papierschneider. Und zwar wird das Stück, also nicht das, wo alles weggeschnitten ist, sondern an der anderen Seite, das wird eingelegt und zwar einfach nach rechts abmessen bei 2,2 cm. Und dann wird das 1 cm von oben und von unten ungefähr von der obersten und untersten Falzlinie, also in diesem Zwischenstück, dass da zu dem Rand immer noch ungefähr 1 cm Platz ist. Ungefähr. Dann wird das einmal hochgenommen. Und dann wird es auf 2,7 oder 2,8 ungefähr. Ja, 2,8 weitergeschoben und dann wird der Strich, der Schnitt zurückgemacht. Und jetzt haben wir natürlich hier diesen Steg und der wird einfach rausgeschnitten, nach Möglichkeit halbwegs gerade. So, und hier einmal, schwupps, und da passt dann gleich der Schmetterling gut durch. Jetzt wird das noch hochgeklebt. Brauche ich gar keinen Schnelldurchlauf machen, das geht so fix.
Jetzt habe ich natürlich nicht ordentlich durchgefalzt, so eine Schlamperei, aber ach, das wird schon passen. So, einmal auf der Seite ein bisschen halten und auf der anderen Seite ebenfalls ein bisschen halten. Vielleicht ein bisschen länger halten, weil ich nicht so ordentlich gefalzt habe. 23, 24, so, das muss aber jetzt reichen. Und einmal so. So, dann haben wir das schon fast fertig. Ne? Sieht schon gut aus. Ne? Ich knicke das hier jetzt noch mal ein bisschen ordentlicher an den Stellen, wo ich jetzt noch dran komme. So. So, und dann wird die, das tue ich jetzt mal weg, wird die Packung befüllt. Und zwar, es wird reingelegt, dann wird das drüber gelegt und dann kommt der Überschlag, wo wir den Schnitt reingemacht haben. Und da wird der Schmetterling eingeklebt. Dafür werden die Flügel hochgeknickt und es wird bloß Klebstoff auf dem, sage ich mal, Schmetterlingskörper dann aufgetragen und auch nicht allzu viel, dass das nicht zur Seite bratscht. Können wir mal zur Seite legen. Und dann einfach die Verpackung zuhalten, so stippt sie halt ein bisschen. Ne? Und dann in diesen Schlitz hinein den Schmetterling mittig setzen und auch da einen Moment wieder anhalten, dass das so ein bisschen festziehen kann. Und dann, wenn der klebt, ist die Verpackung fertig. Wenn man das jetzt natürlich zu früh loslässt, dann kann es sein, dass der Schwung von diesem Überschlag den Schmetterling dann wieder wegnimmt. Aber so reicht es und dann können wir den aufmachen und schon hält die Verpackung. So, das wird hochgemacht und dann kann man das so drüber und auch wieder immer hin und her. Beim Zumachen muss man natürlich immer gucken, dass man da dann halt den Schmetterling irgendwie so ein bisschen erwischt. Aber ich finde, das geht ganz gut. Ja, da ist die Verpackung schon fertig. Hier habe ich jetzt keine Schokolade mehr für. Ist aber egal, ich mache sie trotzdem mal zu. Hoffe da auch hier den Schmetterling dann nochmal durch. Hält auch, wenn es leer ist. So, das ist das kleine Tutorial, ein bisschen frühlingshaft zum Montag. Ich hoffe, es gefällt dir und hier kann man natürlich auch mit dem Herz variieren, wie auch immer. Das ist jetzt passend für so eine kleine Rittersport. Wenn man da natürlich was anderes reintun möchte, kann man die Größen entsprechend abwandeln. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder bei der Mittwochsreihe und da gibt es dann das Kreativ-Bingo. Bis dahin, tschüss! Ach, da war doch noch was.